Moin Leute, hier ist Mike Koper und diesmal geht's um die ganzen Infos von der San Diego Comic Con, die jetzt gestern sogar noch stattgefunden hat. Und zwar hatte Halo 4 dann natürlich sein eigenes Panel, also seine eigene Pressekonferenz. Vielleicht habt ihr schon das neue BTS gesehen, das da abgefilmt wurde. Das haben wir vorhin auf unseren Channel hochgeladen. Und jetzt erzähle ich euch einfach nochmal ein bisschen über das andere gezeigte Gameplay und noch ein paar Infos, die wir eben aus dem Panel rausholen konnten. Also es verspricht recht interessant zu werden, würde ich mal sagen. Demnach soll ein Halo-Trailer am 29. Juli in die Kinos kommen, also wahrscheinlich so als Kinowerbung laufen. Das wird wohl eher nicht bei uns sein, aber wir dürfen uns wahrscheinlich auf irgendwelche abgefilmten Videos oder zumindest Bilder davon freuen. Und sie haben ja damals schon gesagt, dass die Marketingkampagne für Halo 4 allgemein was ganz Neues bieten soll. Also sie gehen ja jetzt wirklich, ja, in die Vollen, würde ich mal behaupten, was die da schon alles abgezogen haben. Außerdem hat Halo 4 ja bis jetzt weitaus mehr Vorbestellungen als die anderen drei Hauptspiele sozusagen, die bis jetzt kamen. Und es ist noch nicht mal annähernd November. Zu dem Multiplayer haben wir da noch ein paar interessante Infos, und zwar wird es ein bisschen wie eine Art Rollenspiel sogar aufgebaut sein. Also Kampagne, Spartan Ops und Multiplayer sind ja storytechnisch miteinander verknüpft. Und zwar wird es eine Art Progression System geben, also eine Art Level System sozusagen. Das geht bis zu Level 10 praktisch, und damit meine ich jetzt nicht den normalen Multiplayer-Rang, also sowas wie Major, Field Marshal, bla bla, sondern in bestimmten Bereichen, auf die ihr euren Charakter spezialisieren könnt. Sie haben da etwa als Beispiel Sniper und Gunner genannt. Ich kann nur deuten, was das heißen soll. Ich weiß es nicht ganz genau, aber sie haben gesagt, damit soll man den Spartan eben noch näher dem Spielstil anpassen können. Also gehe ich vielleicht mal davon aus, dass wenn man jetzt zum Beispiel diesen Sniper-Skill ausgewählt hat, dass man vielleicht mehr Munition drin hat, man vielleicht schneller zoomen kann, solche Sachen halt. Und es soll auch zum Beispiel Effekte auf irgendwelche Leute haben, die jetzt zum Beispiel gerne mit Fahrzeugen fahren, gerne dem Team helfen, so Sachen halt. Keine genaueren Infos dazu, aber es klingt schon mal sehr, sehr interessant und ich freue mich echt drauf, was Neues dazu zu erfahren. Und was auch noch geil ist, wenn man in diesen Leveln eben aufsteigt, kriegt man dafür noch bestimmte Rüstungsteile, Embleme. Und wenn man die Special Edition von Halo 4 kauft, kriegt man dazu eben Early Access, also kann das früher alles freischalten. Am Ende vom Panel kam noch die Frage von einem Community-Member, ob es denn wieder Remakes, also Karten-Remakes für den Multiplayer geben wird. Und sie haben eben gesagt, dass Halo 4 eine komplett neue Erfahrung werden soll und sie sich auch wirklich auf Neues konzentrieren wollen. Aber es wäre nicht unwahrscheinlich, wenn wir mit Remakes rechnen können, also wenn wir die Limited Edition von Halo 4 kaufen, kriegen wir direkt schon Zugang zu den ersten drei Kartenpaketen, und zwar umsonst. Die enthalten ja jeweils drei Karten und die werden auch wieder komplett neu sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass so ein paar Monate vielleicht nach dem Release, also nächstes Jahr dann, vielleicht sogar schon ein kleines Map Pack mit ein paar Remakes kommen wird. Was Easter Eggs angeht, hat Frankie gesagt, es wird Audio-Easter Eggs geben und visuelle Easter Eggs, also jetzt so Sachen wie Oddballs oder sowas. Er hat jetzt nicht direkt Oddballs gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass es die auch wieder zu finden gibt. Und Videoterminals, so wie in Halo Anniversary, werden auch wieder dabei sein und dann auch mehr auf die Story eingehen und auch die Story ein bisschen weiter in Richtung Halo 5 eben fortführen. Also die sind auch verdammt interessant. Dann wurde noch gefragt, wie es mit den Blutsvätern aussieht, also ob wir in Halo 4 endlich erfahren, was die eigentlich genau genommen sind. Dazu haben sie gesagt, man wird vielleicht sogar mehr als eine Begegnung mit einem Blutsvater machen und auch wirklich mit denen interagieren. Also keine Ahnung, wie das genau ablaufen soll, ob es jetzt vielleicht nur ein Gespräch ist oder das jetzt vielleicht sogar eine KI einfach ist. Aber wir werden zumindest mit Blutsvätern zu tun haben und auch mehr in die Richtung erfahren, weil darum geht es ja ein Stück weit auch wieder in der neuen Trilogie. Was ihr vielleicht schon früher gesehen habt, wir haben dazu auch ein Video hochgeladen, und zwar die Assassinations in dem Oddball-Spielmodus und in dem Capture the Flag-Spielmodus. Da habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ich habe es glaube ich sogar extra dazu geschrieben, dass sie die Modi ein bisschen geändert haben, und zwar in Capture the Flag, in Halo Reach oder Halo 3, hat man die Flagge bis jetzt ja in beiden Händen getragen, konnte also seine Waffen nicht benutzen und war relativ hilflos, war also auf sein Team angewiesen. Das wollten sie jetzt ein bisschen ändern und haben dem Spieler deswegen noch eine Pistole in die Hand gedrückt,
Da haben sich teilweise schon welche in dem Halo 4 Forum drüber aufgeregt, weil man jetzt dann overpowered sein wird oder weil es unfair gegenüber anderen ist. Aber aus meiner Ansicht muss man da absolut keine Bedenken haben, weil klar, die Pistole ist nach wie vor eine gute Waffe, aber die kommt natürlich nicht gegen andere Waffen an, wie jetzt zum Beispiel ein Karabiner oder ein Kampfgewehr. Und bei Oddball konntet ihr dann auch sehen, dass der Teammitspieler den Oddball zugeworfen bekommen hat. Also man kann die jetzt wirklich werfen, das hat Frankie auch in einem NeoGAF-Post bestätigt, und zwar hier könnt ihr das Bild sehen. Das hat auch schon ein Stück weit in Reach geklappt, aber eben nicht auf so eine große Entfernung, und das finde ich jetzt echt ziemlich geil. Das ist so ein bisschen wie Basketball oder sowas. Man rennt halt eben zum Ziel hin, sieht seinen Teamkameraden ein paar Meter weiter wegstehen und wirft ihm halt kurz den Ball zu. Also saugeile Sache meiner Meinung nach. Und die Assassination sieht natürlich übertrieben göttlich aus. Jetzt erzähle ich euch dann noch ein bisschen was zu dem ganzen Gameplay-Material. Wenn ihr euch wirklich nicht spoilern wollt, dann guckt es euch am besten nicht an, weil sie zeigen da schon recht viel, was jetzt zum Beispiel neue Fahrzeuge angeht. Also ich glaube, ich weiß sogar, was mit dem einen neuen Fahrzeug gemeint ist. Das andere war ja noch unter dieser Plane. Und sie zeigen halt ein paar neue Charaktere, die eine wichtige Rolle spielen werden. Also wenn ihr dazu absolut nichts wissen wollt, dann guckt es euch am besten einfach nicht an und schaltet jetzt hier ab. Aber es ist auf jeden Fall doch schon ziemlich geil. Hier sehen wir erstmal den Übergang von dem Artwork in die Ingame-Grafik, also es ist recht beeindruckend, was sie damit geschafft haben. Und hier die ersten Szenen aus dem ersten Level, wo der Chief dann auch aus der Kryokapsel erwacht. Und hier auch noch die erste Begegnung mit einer Elite oder allgemein mit außerirdischen Lebensformen in Halo 4. Und die Schlägerei hier endet dann in einem Aufzugsschacht, naja, zumindest für die Elite. Hier noch ein bisschen aus den Artworks, was sie im Spiel praktisch damit angestellt haben. Und noch ein paar Lightning-Effekte, also die haben sie jetzt eindeutig verbessert. Die Stelle ist interessant, und zwar ist es ein Briefing von Thomas Lasky links, dem Captain vom Schiff in der Mitte und Commander Palmer rechts. Die Charaktere werden für den restlichen Spielverlauf noch sehr wichtig sein, und zwar Thomas Lasky, der hier ist der Hauptcharakter aus Forward Unto Dawn. Halo 4 spielt 20 Jahre nach diesen Ereignissen. Commander Palmer ist sozusagen die Anführerin von dem ganzen Spartan 4 Projekt, und dementsprechend hat sie auch so eine Rüstung an und wird dann auch auf dem Schlachtfeld sozusagen mithelfen. Sieht auf jeden Fall Bombe aus. Wenn ihr in der Szene mal auf den Hintergrund achtet, da ist irgendwas abgestürzt, wie es aussieht, und es glüht so orange. Und Allianz und UNSC-Einheiten umkämpfen diese Stelle offensichtlich. Ich glaube nämlich, das ist dieses Cryptum, das wir schon am Anfang vom Kampagnenhändler gesehen haben. Das ist ja so eine Art Grabstätte für die Blutsväter. Achtet mal auf die Soldaten hinterm Chief, die haben eindeutig eine Spartan-4er-Rüstung an, haben aber einen ODST-Helm. Ich glaube, das sind ganz normale ODST-Einheiten, einfach mit besserer Ausrüstung. Weil Spartan-4er sind im Grunde genommen nur gut ausgebildete Marines oder ODSTs in Spartan-Rüstung. Keine Ahnung, ob das neue Fahrzeug ist, aber wir sehen eindeutig, wie der Chief da drin einsteigt. Und zwar ist es dieser riesige Mac, den wir schon im Trailer gesehen haben. Und offensichtlich kann man den steuern und auch mit dem rumlaufen und ballern und was auch immer. Vielleicht ist es sogar eins von den beiden neuen Fahrzeugen, die angekündigt wurden. Hier sehen wir dann nochmal das möglicherweise andere neue Fahrzeug, und zwar den Mammoth. Das ist so eine Art abgegradete Version vom Elephant, also Mammut auf Deutsch sozusagen. Und zwar stammt das hier aus der Kampagne, aber es könnte ja sein, dass wir den auch wieder im Multiplayer zu sehen bekommen, so eben wie in Halo 3 den Elephant. Szenenwechsel, aber immer noch die gleiche Location, und zwar sehen wir hier dieses riesige Schiff im Hintergrund und zwei Panzer vorne. Bekommen wir so endlich die schon lang versprochenen Massenschlachten, auf die irgendwie jeder wartet? Keine Ahnung, aber ich hoffe es mal sehr. Und das hier ist von der Map Longbow, und zwar wird da dieser Laserbeam abgefeuert, denn das ist eine riesige Waffe sozusagen, aber wohin? Hier wird es durch die Wolken geschossen, aber wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, die von Longbow rausgekommen sind, sehen wir hier diesen Planeten im Orbit, und zwar hat der so eine Art Einschlagskrater. Und welcher Planet hat noch einen Einschlagskrater? Der aus dem Concept Art Trailer, aber Concept Art ist fertig, also es kann sich einiges geändert haben. Aber dieser Planet erinnert mich an den aus dem Halo 4 Hauptmenü, und der ist offensichtlich in die Luft gejagt worden, und im Hintergrund sehen wir noch ein Halo. Keine Ahnung, was das alles damit zu tun hat. Und ich rede verdammt schnell, aber was soll's.
Könnt ihr euch noch an das Bild erinnern? Und zwar war das am Ende von einem Concept Art Trailer sichtbar. Leider, leider, leider ist es kein Precursor oder was auch immer, sondern einfach nur Concept Art für den Promethean Knight. Sie haben es im Endeffekt einfach nur geändert, weil man dem Gegner dann keinen Headshot geben konnte und sie sowas eben nicht zulassen wollten. Schade auf jeden Fall, sah nämlich verdammt gruselig aus und hätte mir ziemlich gut gefallen. Jetzt einfach nur ein paar Umgebungen, die wir noch in Spartan Ops sehen werden. Also die Vielfalt ist wirklich recht groß. Einfach dieses ganze Schema, jetzt Eis, Lava, Umgebungen, hochtechnisierte, alles mögliche. Und zum Schluss sehen wir noch einen Schakal-Scharfschützen, der sieht so aus wie ein Dinosaurier schon fast. Und jetzt gleich noch, wie ein Marine von der Zealot-Elite getötet wird oder zumindest mit dem Laserschwert weggehauen wird. Die Panzerung sieht auch verdammt geil aus. Und jetzt, um das Video abzuschließen, auch nochmal das Design von den neuen Pelicans. Die sehen eindeutig viel geiler aus als die alten, meiner Meinung nach. Erinnern schon fast ein bisschen an so Jets. Wie immer dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann, denke ich, demnächst. Und ich habe gerade noch bemerkt, dass ich hier hin und wieder mal Audiohänger hatte und ich muss mal echt schauen, woran der Scheiß hier liegt, weil mir das jetzt zum ersten Mal passiert, glaube ich. Naja, in dem Sinne, wir sehen uns dann demnächst und macht's gut.